Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war nur eine Einführung. Eine notwendige Einleitung, die dir eine geistige, sinnvolle Freiheit der Seele geben soll. Nun bist du in der richtigen Gemütslage, um die wertvollsten Informationen anzunehmen. Du hast dich durch die verschiedenen Episoden der Arrivals gehangelt. Jetzt kommt die Zeit, um mit den Antworten anzufangen. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel? Ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Folge mir. Glaubst du, dass Menschen dazu in der Lage wären, diese weltweite Verschwörung von Macht und Täuschung durchzuführen? Denk mal nach, je mehr du über diese Verschwörung rausfindest und umso mehr du über die Geschichte dieser Elite lernst, wirst du merken, dass ihr historischer Plan fast perfekt ist. Warum sollte diese Elite, diese okkulten Gesellschaften, ihr Leben einem Plan widmen, der nicht zu ihren Lebzeiten verwirklicht wird? Weil die Ziele dieses Plans nicht von Menschen gesetzt wurden, sondern von einer stärkeren Quelle. Menschen haben ihre Seelen verkauft für diesen Plan und erhielten im Gegenzug Macht und Wohlstand. Wem nützt dieser Plan? Er nützt dem Architekt der neuen Weltordnung und den Idioten, die seine Agenda durchgedrückt haben. Es ist Zeit, dass sich das Puzzle zusammensetzt. Du hast die Welt der Täuschung um dich herum gesehen. Du kannst zustimmen, dass diese Welt voller Lügen ist. Weißt du, wem die Propheten dieses Zeitalter der Täuschung zugeschrieben haben? Dem Antichristen, dem Dajjal. Weißt du, wie der falsche Messias genannt wird im Islam? Al-Awar al-Dajjal, was wörtlich so viel bedeutet wie der einäugige Täuscher. Lass mich dir eine Frage stellen. Glaubst du es? Es ist ein Zufall, dass dieser Name dem falschen Messias gegeben wurde? Ist es nur ein Zufall, dass die Elite das eine Auge als ihr Symbol erwählt haben? Der Antichrist, der Dajjal, regiert die Erde schon seit Jahren. Ist er ein Wesen oder ein Zustand? Er wird höchstwahrscheinlich beides sein. Wenn du dir die Pyramide ansiehst, siehst du, dass sie bis auf die Spitze fertig gebaut wurde. Die Spitze ist noch nicht fertig. Das Auge ist direkt über der Spitze. Aber es ist noch nicht runtergekommen. Sie glauben an die Fertigstellung des Freimaurerprojekts. Sie glauben an das, was sie unter der Pyramide schreiben. Novus Ordo Seclorum. Und sie schreiben es in anderen Bereichen. Er ist zufrieden mit dem, was sie planen. Der Gott, an den sie glauben, ist zufrieden mit dem, was sie planen. Die Frage ist, was planen sie, womit ihr Gott zufrieden ist? Der Plan ist wörtlich die Säkularisierung der Welt, um die Welt komplett von religiösem Glauben loszulösen. Das planen sie. Und deshalb wird es Novus Ordo Seclorum genannt. Eine neue säkulare oder weltliche Ordnung. Nun hör genau zu. Der Koran und der Prophet, Gottes Segen und Frieden auf ihm, haben unsere Aufmerksamkeit auf einen weiteren Akteur gerichtet. Er wird so mächtig sein wie Gog und Magog. Er ist der Dajjal, der falsche Messias oder der Antichrist. Warum kennt man ihn als den falschen Messias? Das ist ganz einfach, weil seine Aufgabe ist, den wahren Messias herauszufordern. Aber der wahre Messias war der Sohn der Maria, der Prophet Jesus, Gottes Segen und Frieden auf ihm. Als Gott ihn auf die Erde sandte, sandte er ihn als den wahren Messias, mit der Bestimmung, die Welt zu regieren, von Jerusalem aus dem heiligen Israel. Dieses Bild ist auch ein Teil des Plans des Dajjal, da Jesus nicht gekreuzigt wurde. Das heißt, der falsche Messias wird versuchen, die Welt zu beherrschen von keinem anderen Platz als Israel.
Und somit ist der Dajjal nah an der Verwirklichung seiner Mission. Der Gesandte Gottes, der Prophet Mohammed, Gottes Segen und Frieden auf ihm, informierte uns über das Erscheinen von Dajjal in die Welt während dieser Laufzeit. Er sagte, wenn der Dajjal erscheint, wird er 40 Tage auf der Erde bleiben. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und der Rest wird wie unsere menschlichen Tage sein. An dem Tag, der wie ein Jahr war, war Großbritannien sein Hauptquartier. Und als der Dajjal zu dem Tag überging, der wie ein Monat war, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika sein Hauptquartier. Und schließlich, wenn der Dajjal sich auf den Tag bewegt, der eine Woche ist, geht es zurück ins Heilige Land. Er kehrt zurück ins Heilige Land. Der Dajjal hat bereits den ersten Schritt vollendet. Ein Tag wie ein Jahr. Als Großbritannien die Weltmacht und das Pfund die international führende Währung war. Und dann kam der Dajjal zu dem Tag, der wie ein Monat war. Und die Vereinigten Staaten von Amerika ersetzten Großbritannien als Weltmacht. Und der US-Dollar wurde der international führende Währung. Und momentan gibt die USA ihre Macht an Israel ab, damit sie die USA als Weltmacht ablösen können. Und was wird die neue Weltwährung werden? Die Antwort: Der US-Dollar wird attackiert und wird zusammenbrechen und wird alles Papiergeld der Welt mitnehmen. Du wirst danach kein Papiergeld mehr sehen. Aber welches Geld werden wir benutzen? Was wird das neue Geld sein, das Israel benutzt, um die Menschheit zu versklaven? Das Geld, das den USA-Dollar ablöst. Die Antwort: Israel wird unsichtbares Geld benutzen, das du nicht sehen kannst. Immaterielles Geld, das du nicht anfassen kannst. Es wird elektronisches Geld sein. Und die merkwürdige Sache, die gefährliche Sache bei elektronischem Geld ist: Es wird kontrolliert von dem Bankensystem auf der ganzen Welt. Und die Juden kontrollieren das Banksystem. Das ist keine negative Haltung gegenüber den Juden. Das ist keine haltlose Behauptung. Das ist die Wahrheit. Dem Islam nach ist ein himmlisches Jahr wie 1000 menschliche Jahre. Und so können wir es verstehen, dass der Dajjal Großbritannien für 1000 Jahre beherrscht hat. Die britische Monarchie wird nicht durch Zufall auf das Jahr 900 zurückdatiert. ...1917 trat Amerika in den Ersten Weltkrieg ein und dies war der Schritt, der sie als neue Weltmacht etablierte. Der Dajjal herrscht von dort aus für einen Tag wie ein Monat. Wenn ein Jahr 1000 Jahre entspricht, ein Monat wären dann ein Zwölftel von 1000, was 83 Jahre ergibt. Ich, George Walker Bush, schwöre feierlich, dass ich das Amt treu verwalten werde. Alle unabhängigen Untersuchungen beweisen, dass der 11. September ein Inside-Job war. In den Jahren nach dem 11. September errichteten die Amerikaner 10 Militärstützpunkte überall im Mittleren Osten, um die Herrschaft und Sicherheit Israels zu gewährleisten. Das letzte Kapitel der neuen Weltordnung. Wie es der Prophet Mohammed, Gottes Frieden und Segen auf ihn, schon 1400 Jahre zuvor offenbarte.